Scheiße, nein. Tja. Ach, ich weiß es auch. Mittlerweile bin ich übrigens auch ein ausreichendes Level, um nach Skellige zu fahren. Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Alle weichen der Birne. Wenn ich das wollte, werte Dame, würden wir nicht Moment. Schon wieder Kopfweh. Man seid ihr ja, drauf. So es wäre zu teuer. Ich sollte nicht mehr herkommen. Warum denn? Auch wenn Krieg herrscht, ich glaub, sind die Getränke was Schlechtes immer noch gegessen. Ausgezeichnet. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Stadt wird sie genannt, aber welche du hättest lieber nicht in die Stadt kommen sollen. Mein Bau. In den Bäumen bist du ewiges Feuer wie das Schmerz. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wie läuft das Geschäft? King Nigger is not amused. What the fuck, wo muss ich dafür hin? Ach ja. Was suchst du hier, Schmerzbringer? Ordnung muss sein. Schweine. Überall Schweine. Fass mich nicht an. Das ist nicht durchsuchen, das. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Hm. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Hm. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht. Aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Ah. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Den Mutanten an. Bam, 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 bam. Noch mehr Treibgut aus Temeria. Heiliger Dorsch. Du war noch leicht. Wenn es regnet, dann gießt's. Und wenn es schneit, fallen Flocken vom Himmel. Worauf will er hinaus? Du genießt den Respekt der Straße, ah. Hexer. Das begreift mal einer. Anwesenheit ist eine Beleidigung. Die Bett nicht. Sehr gut. Zeig dir. Du hast immer noch kein Geld. Hol dir erstmal Geld. Silberne, wie viel wiegen die so? Nichts.
Gut. Minimalistisch Platz gemacht. Bis dann. Ja. Man sollte aufhören, ab sofort jeden Dreck mitzunehmen. Endlich hat sich jemand erbarmt. Danke, Hexer. Moment. Achso. Bevor ich das Versteck suche mit Vernon Roche. Komm her. Kinder, kommt her. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet. Pass auf, wo du hintrittst! Moment. Hi. Wo muss ich hin? Oh. Das ist aber schon ein kleines Stück. Hätte ich das gewusst, hätte ich Schnellreisen früher benutzt. Ich glaube, von hier bin ich schneller dort. Los, los! Nicht so schnell, Plätze. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Was? Du kannst und du musst. Denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben. Bitte. Wir sind fertig. Wegtreten. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch, 3 Tage lang.
Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Nathalies Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Nervsgrauhaar. Ochsenfurt. Im Ernst. Du warst schon überall. Ach, das ist schon... Das ist hier. Okay. Ich dachte, das ist jetzt am Arsch der Welt. Ah, hier, meisterlicher Rüstungsschmied. Das ist egal, das ist beides Stufe 24. Fliegende Fäuste nur wie gerade Stufe 23, das ist schon krass. Das Ahnenfest, das habe ich schon komplett vergessen. Gut. Erzähl mal, rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Los, lauf! Dann wollen wir mal. Auf nach Ochsenfurt. Wow, randomisierte Algorithmen sind echt die besten. Zur Erklärung, der Weg, der hier berechnet wird, wo ich hin muss, am schnellsten. Der wird... Hey! Er wird nicht gut berechnet. Das ist so... man sieht es ja auf der Minimap. Einfach mal mitten durch. Durch nichts. Nicht so schnell, Plätze. Erfreut euch am Anblick des Basilisken, des Königs der Schlangen. Ein Tropfen. Mein Kontakt sollte hier sein. Die Kettenrüstung wird schon wieder... Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Gehen wir. Thank you.
Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Beobachtet ihr uns? Der König persönlich? Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Um Zeit totzuschlagen? Ich habe keine Zeit zu vergeuden, geschweige denn totzuschlagen. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Doofe, das hatte ich nicht mal so. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, Majestät. Ich verstehe es jetzt. Du verstehst gar nichts. Du redest mir nur nach dem Mund. Das meinte ich nicht wirklich. Erste verborgene Wahrheit: Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt,
Mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager, dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Wieso hat er sein Schwert gezogen? Au. Ist es dieses eine Pferd, was ich einmal angegriffen habe? Ich weiß nicht, wieso das jetzt hier ist. Überrascht mich etwas. Gut. Alle Hexen, die einfach zu reden mit der Geduldsfaden rein. Deines Gleiten. Novigrad, königliche Burg, Wiesinger, Weißgarten. Ah, achso, das sind gleich zwei Bezirke, okay. Ich wollte es nur mal angucken. Ja gut, hier gibt es tatsächlich nicht allzu viel. Und dann gibt es noch Skellige. Okay, ich habe die Karte doch ein kleines bisschen überschätzt. Irgendwie dachte ich, dass es mehr geben wird. Keine Ahnung wieso. Hast du es eilig? Ja, habe ich. Oh, ein Rüstungsschmied. Und ein Brett. Was für ein Wolkenbruch. Trolle. Oh Moment, das ist auch noch ein Auftrag. Alles zu mir! Zu mir! Sei gegrüßt! Nanu, ein Hexer! Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Monsterzähne? Oh, Bolzen sind sogar schwer. Okay. Kaufst du Müll? Nein. Seit wann ist reines Silber? Achso. Was muss es hier doch geben, was schwer ist? Hier ist alles leicht. Da kommt das Gewicht irgendwo vom Plunder her.
gut. Ja, stimmt. Bis dann. Schemas zur Verbesserung der Greifenschulenausrüstung Teil 1. Und Teil 3. Interessant. Moment. Greifenschulenausrüstung Teil 1, Teil 2. Teil 3 ist Stufe 26. Ach so. Okay. Dann werde ich da mal vorbeilaufen. Weil Verbesserungen sind gut. In dem Fall denke ich mal, dass es sich sogar lohnen wird. Ich werde übrigens bei der Greifenausrüstung bleiben. Die Huren gehen immer nur rein. Keine einzige ist rausgekommen. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard! Ich setze dich auf, du Lump! Greif ihn von hinten an! Komm schon, komm näher! Ich hasse am Schützen. Haltet euch die Augen zu! Verdammt! Du verfluchter Bastard! Reißt euch zusammen, Jungs! Bitte, überlasst ihn mir! Er hat ihn umgebracht. Scheiße! Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Bringen wir es zu Ende. Ich habe das falsche Klavier. Wie totes Fleisch. Oh!
sollte übrigens bei irgendeinem Buchhändler die ganzen Bücher verkaufen, die ich schon gelesen habe. Schieß dich auf, du Lump! Greif ihn von hinten an! Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Nee. Ich glaube, der hat mit den Noten irgendwas angestellt. Was soll das sein? Verfick nochmal! Oh, Scheiße! Boah, mit dem Kettenhandschuh muss das echt wehtun. Beziehungsweise Plattenhandschuh. Hilfe! Verfluch nochmal! Es kommt keiner. Was willst du? Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Tja, ich habe meine Dominanz gezeigt. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiß-Du... Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen! Noch eine Lüge, dann schneide ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Reuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Ciri-Geschichte.